Wie Resi es gesagt hat, starten wir heute mit einer neuen Serie und das Lied ist ja schon sehr passend dazu. Was gibt mir Hoffnung? Tim, unser Lehrpastor und sein Team, die haben darum gebeten, dass wir eine Serie machen zu diesem Thema Hoffnung. Denn ich glaube, und so wird es wahrscheinlich auch bei vielen sein, greift Sorge, Ängste und Unsicherheiten um sich, oder? Wer von euch würde gerade sagen, dass er sowas erlebt wie Sorge, Ängste, Unsicherheit? Yes, also ich hoffe, dass diese Predigt euch Hoffnung gibt und auch alle anderen, die jetzt vielleicht gerade eine Sonnenseite ihres Lebens erleben und mal schauen, ob es mir gelingt, mal schauen. Wir Menschen brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, wenn die Lebensstürme in unser Leben hineinbrechen, wenn Angst, Sorge, Unsicherheiten sich breit machen und wenn wir an uns oder der Welt oder auch am Nächsten verzweifeln. Ich habe erstmal nachgeguckt, was Wikipedia zum Thema Hoffnung sagt und das möchte ich euch mal vorlesen und ihr könnt gerne mitlesen, weil das ein etwas längerer Text ist. Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Martin zum Beispiel, der ist immer noch auf Schalke. Das kann in bestimmten Ereignissen sein, aber auch in grundlegendem Zustand, wie etwa anhaltende Gesundheit oder finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Hoffend verhält sich der Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz. Hoffnung kann begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird. Ihr Gegenteil ist Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation, die Depression oder die Angst, so Wikipedia. Wisst ihr, Hoffnung in Zeiten der Not und der Bedrängnis geben einen Kraft. Hoffnung lässt uns hoffen, dass es besser wird. Hoffnung gibt eine Erwartungshaltung der positiven Veränderung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade wenn man so in diesen hoffnungslosen Situationen sind, dann kommen solche Hoffnungssprüche. Ja? Aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir, lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Oder die Hoffnung stirbt zuletzt oder hinter jeder Wolke scheint die Sonne. Wisst ihr, die Herausforderung, wenn es um Hoffnung ist, ist, dass das Gegenteil Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, Resignation und die Angst ist, so auch Wikipedia. Und wir alle kennen solche Zustände, wo Dinge nicht gut laufen und wir uns an Hoffnung irgendwie festklammern. Und wisst ihr, es gibt genug Situationen in unserem Alltag und dieser Welt, wo man wirklich Angst haben kann. Und Jesus sagt das selber in Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst. Oder griechisch steht da auch, kommt ihr unter Druck, in Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus macht kein Hehl daraus, dass wir in der Welt Angst haben, dass wir unter Druck kommen, dass Bedrängnisse da sind. Aber er sagt in dem Vers, dass wir getrost sein dürfen, weil er die Welt überwunden hat. Die Hoffnung für alle übersetzt, lasst euch ermutigen, ich habe diese Welt besiegt. Und ich möchte genau in dieser Predigt darüber reden, was das für mich und für dich persönlich vielleicht bedeuten kann. Was bedeutet es, dass Jesus den Sieg errungen hat, dass er die Welt besiegt hat? Und warum kann uns das Hoffnung geben? Als ich so über dieses Thema nachgedacht habe, habe ich auch über so die Stürme des Lebens nachgedacht. Und es gibt, glaube ich, drei Bereiche, die so grob diese Bereiche zusammenfassen und woran wir vielleicht verzweifeln. Der erste ist, vielleicht zweifelst du die manchmal an dir selber. Selbstzweifel, Minderwertigkeit,
Angst, Süchte oder charakterliche Schwächen treiben dich um und bringen einen Sturm in deinem Inneren. Oder der zweite Bereich, vielleicht verzweifelst du an andere. Menschen verletzen dich, ärgern dich, lassen dich verzweifeln. Vielleicht deine Kinder, vielleicht dein Ehepartner, Kollegen, deine Eltern, dein Lehrer, Menschen, die dir vielleicht nahestehen. Und sie treiben dich manchmal vielleicht sogar in diese Resignation und in diese Hoffnungslosigkeit. Hey, wie soll ich mit diesem Menschen klarkommen? Oder vielleicht sind das auch sogar Lebensumstände des anderen, die dir Hoffnungslosigkeit erscheinen, die dich verzweifeln lassen und die Stürme in deinem Inneren toben lassen können. Oder vielleicht ist es der dritte Bereich. Vielleicht verzweifelst du am Zustand dieser Welt. Du siehst die ganzen Kriege, diese Krisenherde, die Verrohung und die polarisierende Gesellschaft, die Krisenherde und das ganze Leid auf dieser Welt und die Ängste und Sorgen machen sich breit in deinem Leben. Kennt ihr das? Ich glaube, wir alle kennen aus diesen drei Bereichen immer wieder diese Stürme des Lebens. Und ich möchte mit euch heute über gerade den ersten Punkt reden, weil die anderen zwei, dafür reicht mir die Zeit nicht, ich werde sie anreißen, aber gerade der erste Punkt möchte ich mit euch mal durchgehen, ein bisschen mehr, um zu gucken, hey, was kann mir da wirklich helfen? Und wenn da steht, hey, sei getrost, ich habe die Welt besiegt. Ich möchte euch aufzeigen, dass es da einen Anker gibt, der mir persönlich immer wieder Hoffnung gibt. Vor ein paar Jahren war ich mit einem guten Freund, Heinz Jansen, im Segelturn. Nicht irgendwo, sondern Côte d'Azur. Und wir haben dort Jugendleiter, Jugendpastoren gecoacht. Und ich habe es geliebt, auf diesem Boot unterwegs zu sein. Vorher war ich da im Wohnmobil, oft an dieser Küste. Aber auf dem Segelboot, hey, ein Traum. Freiheit pur. Und ich habe es geliebt, wo wir dann in so Buchten reingefahren sind und gehalten haben. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, war natürlich auch, hey, wenn der Wind kommt und man richtig hart am Wind segelt, das auch. Aber als wir in diese Bucht gekommen sind und es ans Ankern ging. Ich fand das so faszinierend und habe Heinz ausgefragt, ey, wie funktioniert das mit so einem Anker? Wie kann das sein, dass so ein kleiner Anker so ein Riesenschiff hält in so einer Bucht? Und es war manchmal schwerer Seegang und ich hatte echt Schiss, dass dieser Anker irgendwie losreißt und wir gegen die Klippen springen und ich meine Frau nie wiedersehen werde, Hoffnungslosigkeit. Aber ich habe mich gefragt, wie kann so ein kleiner Anker halten? Und es war so faszinierend zu sehen, wie der Heinz dann seinen Anker geschmissen hat und wie er dann das Boot daran festgemacht hat und wir fest daran verankert waren. Und er hatte so eine App, ich meine, der hat alles fast, aber auch eine App, die weckt ihm nachts, falls sich der Anker löst und der Radius um den Anker sich zu weit entfernt, wird er geweckt, damit er es ein bisschen nachjustieren kann und vielleicht den Anker neu legen muss. Aber ich fand das Bild dieses Ankers extrem hilfreich. Das Fazit, was ich daraus ziehen konnte, war, ey, der Anker hält das Boot an Ort und Stelle. Ein Anker gibt Sicherheit, Stabilität und Verortung. Da bist du sicher. Da findet dein Lebensboot Halt. Und da ist eine Konstante, die dich hält. So wie das Schiff in der Côte d'Azur. Das Schiff war eng mit diesem Anker verbunden. Aber wisst ihr, ich erlebe immer wieder in Lebenssituationen, wo es so scheint, dass mein Lebensboot im großen Ozean herumtreibt. Wo Ängste, Sorgen, Verzweiflung sich breit machen und ich nichts von diesem Halt spüre. Und die große Frage ist, wo liegt dein Anker? Vielleicht hast du vorher nie irgendetwas mit Glauben zu tun gehabt und du hörst hier das erste Mal dazu und hörst etwas davon, dass es eine Hoffnung gibt in deiner Lebenssituation. Aber wisst ihr, ich erlebe das trotzdem, auch wenn ich Christ bin, dass es oft Lebensstürme gibt und ich herumgetrieben werde im Strom des im Lebensozean, wo Stürme hineinbrechen und ich herumgetrieben werde und unruhig bin, ängstlich bin, hoffnungslos manchmal bin. Und da ist die große Frage, hey, was gibt einen Halt
Und was gibt einen Hoffnung? Ich möchte mit euch eine Stelle angucken aus Hebräer. Hebräer 6, 18 bis 20. Gott gab uns also sowohl eine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Und das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine große Ermutigung, denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Und diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker in unserer Seele. Und sie reicht hinter dem Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Dort ist Jesus uns bereits vorausgegangen. Was für eine Stelle, und genau darüber möchte ich mit euch reden, weil diese Stelle macht deutlich, dass Gott eine starke Zusage, eine Verheißung gegeben hat, eine große Ermutigung für die, die sich daran festhalten und sagt, hey, es liegt eine Zeit vor uns, wo diese Hoffnung erfüllt wird, wenn wir daran festhalten. Und diese Zuversicht ist ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Diese Stelle sagt, es ist eine Ermutigung und eine Hoffnung, dass er wirken will und möchte. Und der Anker, so sagt es die Stelle, ist hinter dem Vorhang des Allerheiligsten geworfen worden. Ich weiß nicht, wohin du deinen Anker geworfen hast, aber diese Stelle sagt etwas von einem Anker, der absolute Hoffnung geben kann. Und der ist in das Allerheiligste geworfen worden. Wir kommen gerade von Ostern, wo wir diese Kreuzigung und Auferstehung Jesu gefeiert haben. Und als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang des Allerheiligsten zerrissen worden. Das heißt, dass wir Zugang haben zu Gott. Und diese Stelle sagt nichts anderes, dass dieser Anker hineingeworfen wurde ins Allerheiligste. Und dass das ein fester Halt sein kann für uns. Alle, die auf Gottes Verheißung vertrauen und eine Entscheidung für ihn getroffen haben, haben einen Anker geworfen, der fest ist, der einem Halt gibt, der sich nicht lösen kann, weil Jesus es ins Allerheiligste geworfen hat. Sag mal Amen. Aber da gibt es ein Problem. Das Problem ist, wir lassen oft die Leine schleifen. Wir erleben das in unserem Leben, dass der Anker zwar befestigt ist, aber dass wir die Ankerleine lösen. Und wir fühlen auf einmal keinen Halt mehr. Wir fühlen nicht, dass Gott irgendwie da ist. Und in diesen Momenten macht sich Sorge, Angst und Zweifel breit. Der Anker ist fest, sagt das Wort Gottes. Aber das Problem ist, dass die Ankerleine, dass sie locker wird. Und da ist dieses Gefühl des Getriebenseins auf dem Lebensozean. Dass wir auf einmal keinen Halt mehr haben, keinen Bezug mehr haben zu diesem Anker. Gott, der unabänderlich ist und der nicht lügt, möchte, dass wir hoffnungsvoll, voller Zuversicht und voller Freude, ohne Sorge und Ängste, fest mit dem Anker verbunden sind. Das ist das, was er verspricht. Aber Hoffnungslosigkeit, Ängste und Sorge nehmen zu, wenn die Ankerleine sich löst, wenn wir sie schleifen lassen. Der Anker ist da. Kennt ihr dieses Getriebensein, dass er auf einmal merkt, dass es immer mehr wird, dass die Sorgen zunehmen, die Hoffnungslosigkeit zunehmen? Und das passiert damit, dass wir diese Ankerleine loslassen und dass sie schleift. Das Boot ist immer noch fest verbunden, das ist Gottes Zusage für uns. Aber was heißt das? Ich möchte mit euch diese drei Bereiche mal anschauen. Was ist, wenn wir an uns selbst verzweifeln? Ich meine, man kann es ironisch nehmen. Ich habe mir extra ein T-Shirt besorgt. Ihr fragt euch, was da draufsteht. Als Goff mich schuf, sagte er grinsend, keine Ahnung, ob das gut geht, aber es wird lustig. Man kann es, wenn man an sich selbst verzweifelt, auch wirklich mit Selbstironie, ja, ist es eine gute und heilende Medizin, ja. Hey, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, ich falle oft hin und ich scheitere manchmal, ja,
So what? Ich bin nicht perfekt. Über sich selbst zu lachen kann eine gute Medizin sein. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Chakalaka. Das hilft. Ich bin manchmal so gestrickt. Aber wisst ihr, manchmal geht es tiefer. Dass starke Ängste sich ausbreiten, Selbstzweifel sich steigern, Resignation und Hilflosigkeit sich ausbreiten und Folgen davon könnten sogar zu Angstzuständen, Minderwertigkeit, Selbsthass, Selbstverletzung und auch Süchten führen. Und wie oft verzweifeln wir an uns selber? Und ich kenne es auch bei mir. Ich war vorgestern mit einem Pastor einer großen Gemeinde zusammen und wir haben über unsere inneren Monster gesprochen. Und es hat viel damit zu tun, dass so Stimmen in einem groß werden. Ja, wer bist du denn? Ja, du bist leitender Pastor. Tja, 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 tja. Und dann machst du sowas, du verlierst die Geduld. Und es machen sich so einfach so Minderwertigkeitsgefühle breit. Und ich kenne das, dass Selbstzweifel, Minderwertigkeit geschürt werden und da Ängste sich breit machen. In dieser Stelle aus Hebräer steht, Gott gab uns sowohl eine Zusage als auch ein Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Wie sieht Gott dich? Wie sieht Gott mich? Welche Zusagen hat er denn gegeben mit einem Eid, die unabänderlich sind? Du hörst 1000 Stimmen in dir, wie du dich siehst. Aber was sagt Gott? Für die, die wollen, können jetzt mal ihre Augen schließen. Ich möchte euch einfach mal diese Zusagen Gottes sagen. Das sind Zusagen, die in der Bibel stehen. Vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich. Du bist kein Fehler. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe dich im Leib deiner Mutter geformt. Es ist mein Verlangen, dich mit Liebe zu überschütten, einfach weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Ich sorge für dich und begegne dir in allen Nöten. Mein Plan für deine Zukunft ist immer Hoffnung, weil ich dich mit ewiger Liebe liebe. Meine Gedanken über dich sind unzählbar, wie der Sand am Meeresufer. Ich singe vor Freude über dich. Erfreue dich an mir und ich werde dir die Wünsche deines Herzens erfüllen. Ich kann mehr für dich tun, als du dir vorstellen kannst. Du vermagst alles durch mich, der dich stark macht. Ich bin auch der Vater, der dich in allen Nöten tröstet. Wenn du ein gebrochenes Herz hast, bin ich nah bei dir. Ich stehe zu dir. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Denn Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit ich, wenn ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist das, wie Gott dich sieht. Das sind seine Zusprüche für dich. Er liebt dich. Und wisst ihr, wenn ich diese Zusagen mache, wenn ich das auf mich wirken lasse, wenn ich mich auf dieses Wort, auf diese Verheißung und auf den Eid mache, was passiert da? Meine Ankerleine wird wieder stramm. Ich spüre diese Liebe, wie Gott mich sieht. Und das ist mir bei dieser Vorbereitung dieser Predigt so wichtig und deutlich geworden, dass das normal ist in unserem Leben, dass wir uns oft von dieser Leine sie schleifen lassen und wir fühlen uns genauso minderwertig. Aber Gott hat etwas festgemacht. Das waren Zusagen, diese Bibelstellen könnt ihr alle von mir haben.
die du verinnerlichen musst in diesen Zeiten, weil es geht genau darum, dass wir wieder Halt bekommen zu diesem Anker, der dein Lebensboot hält, der dein Trost sein kann. Wenn wir bewusst werden seiner Verheißung, gebe ich wieder Spannung auf die Ankerleine und bekomme wieder eine Spannung, eine Nähe zu seinen Verheißungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir merken, dass Ängste, Sorgen sich breit machen, seine Ankerleine mal zu kontrollieren. Bist du nah dran an diesem Anker, an diesen Zusagen? Wisst ihr, was mir persönlich Hoffnung gibt? Gott ist noch lange nicht fertig mit mir. Gott möchte, dass ich wachse. In Philipper 1, Vers 6 steht, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch, in mir angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was für eine Verheißung, das heißt, dass Gott möchte, dass wir wachsen, dass wir immer wieder unsere Leine kontrollieren und gucken, ist der Anker fest? Und wenn ich merke, dass es weggeht, ja, dann scheitere ich. Ich komme gerade aus einer sehr emotionalen Phase, wo mein Vater verstorben ist und so weiter. Ja, und ich hatte eine lockere Leine. Und ich merkte, dass emotional meine Gefühle für mich nicht zum Packen waren. Und ich brauchte Zeit, wieder Spannung auf diese Leine zu bekommen, mich auf Gottes Verheißung zu setzen, dass er mir eine Ewigkeitsperspektive ins Herz gelegt hat. Aber wisst ihr was? Ich bin und darf lernender sein. Der Teufel sagt, was bist du denn für einer? Du hast es ja überhaupt nicht drauf. Bist schon so lange Christ. Immer wieder so. So redet der Teufel mit uns. Aber wisst ihr, Gottes Verheißungen sind da für dich, heute sie immer wieder neu zu ergreifen. Und ich bin bereit, weiterhin lernender zu sein und gnädig mit mir zu sein. Aber Gott möchte, dass du hoffnungsvoll ins Leben gehst. Und er möchte, dass wir weiter lernen. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich 10 Jahre alt war. Bin ich bei uns zu Hause in den Wintergarten reingegangen und mein Vater saß da und ich weiß das noch wie heute, mit der Bibel aufgeschlagen. Das sah ich nicht oft, ich wusste, dass er viel Bibel liest, aber dass ich das sehe, wie mein Vater davor sitzt und die Bibel liest. Und ich habe ihn gefragt, Papa, was liest du denn da? Und dann sagt der Marc, ich möchte geduldiger werden. Ich möchte geduldiger werden mit euch Kinder, vor allen Dingen mit dir, aber auch mit Mama. Und er hat mir dann diese Stelle vorgelesen aus Galater, wo die Früchte des Geistes sind. Und er hat gesagt, ich möchte ein Lernender sein, weil ich kann von mir aus nicht geduldiger werden. Aber er hat diese Ankerschnur enger gezogen und hat gesagt, hey, ich gehe dorthin, der mir diese Geduld schenken kann. Weil es ist eine Frucht des Geistes. Ich war 10. Ich bin jetzt 52. Ich weiß das immer noch. Ihr Lieben, wenn ihr sowas euren Kindern sagt, werden sie sowas behalten. Das sind die Zusagen Gottes. Gott möchte, dass wir wachsen, dass die Früchte des Geistes zunehmen. Und Gottes Persönlichkeit und dass Gott möchte, dass wir an unserer Persönlichkeit, an unserem Charakter arbeiten. Ihr Lieben, Charakter ist kein Dämon. Den kann man nicht austreiben. Charakter bedeutet, dass wir an diesem Charakter arbeiten, dass der Heilige Geist an diesen Charakter hineinkommt. Ich bin noch lange nicht fertig, aber ich wünsche mir, dass Jesus mehr und mehr in meinem Charakter vorkommt und dass Hoffnung hineinkommt. Und wisst ihr, deswegen ist die Bibellesen auch so elementar wichtig, weil da die Zusagen Gottes drinstehen, wie er mich sieht. Das waren gerade nur ein paar von denen. Ich hätte 100 vorlesen können, wie Gott mich sieht. Und deswegen lade ich euch auch ein. Wir starten heute übrigens eine Bibel-Challenge, wo jeder sich dran beteiligen kann. Das heißt, dass man wieder lernt, vielleicht in der Gemeinschaft wieder die Bibel mehr zu lesen. Lukas und Apostelgeschichte. Ihr könnt die Informationen bei Slack oder bei Lukas heute abholen. Aber es geht darum, dass wir wieder anfangen, uns auf diese Zusagen Gottes zu stellen. Wenn du diese Hoffnungslosigkeit hast mit dir selber, hey, dann fütter dich mit den Aussagen und Zusprüchen Gottes. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich an andere verzweifle? Wie gesagt, ich kann aus Zeitgründen nicht viel darauf eingehen, nur kurz, weil das würde dem Thema nicht gerecht werden. Ich könnte über jeden dieser 3 Punkte eine riesen Predigtserie halten. Aber wie ist das denn zum Beispiel, wenn ich an andere verzweifle? Wisst ihr, Menschen verletzen Menschen.
Menschen können einen verzweifeln lassen. Und was gibt mir Hoffnung? Was gibt mir Halt am Anker? Beziehungsweise was passiert hier, wenn ich die Ankerleine loslasse? Ich verurteile andere, ich ziehe mich zurück, ich greife an, ich werde wütend, ich teile aus, ich verurteile. Ich fange an, negativ über den anderen zu denken und zu reden. Das passiert, wenn wir diese Ankerschnur locker lassen. Aber wisst ihr, Gott liebt den anderen genauso, wie er mich liebt. Und er ist genauso gnädig und barmherzig mit dem anderen, wie er mit mir ist. Und wisst ihr, wenn ich mit anderen Menschen in Nöte komme, die mich verzweifeln lassen, dann fange ich an, diese Ankerschnur anzuziehen und sagen, hey, was gibt mir Halt? Ich fange an, über diese Person zu beten. Ich fange an, diese Person zu segnen. Ich fange an, für diese hoffnungslosen manche Situationen, wo ich da drin bin, anfangen zu beten. Und ich merke, da ist Spannung. Und diese Spannung, ihr Lieben, gibt mir Hoffnung, weil es eine Zusage Gottes ist, dass er genauso bei mir ist, wie er beim Nächsten ist. Und der andere braucht genauso Zeit zu wachsen wie ich. Ich bin nicht perfekt, der andere ist nicht perfekt. Vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Ich bin nicht besser, ihr Lieben, als irgendeiner, auch wenn ich ein Pastor bin. Ich weiß, für manche eine Überraschung. Aber wisst ihr, wir sind nicht perfekt und der andere auch nicht. Und ich brauche diese Liebe Gottes, wie der den anderen sieht, und darum bete ich. Vielleicht bringt dein Ehepartner dich auf die Palme, du resignierst, Intimität ist für dich ein Fremdwort. Deine Kinder bringen dich vielleicht auf die Palme und du fragst dich, hey, wie soll das werden aus dem Kind oder sonst irgendwas. Hey, der Punkt ist, wie stark ist deine Spannung am Anker? Wie nah holst du Gott in diese Situation herein? Gott ist noch nicht fertig mit mir und Gott ist noch nicht fertig mit dem anderen. Was ist, wenn der Zustand der Welt uns verzweifeln lässt? Ich muss ein bisschen Gas geben. Ängste und Sorgen können sich auch hier ausbreiten. Und auch hier kann die Ankerschnur sich lockern. Gott hält die Welt in seiner Hand. Offenbarung 22, Vers 30. Ich bin das Alpha, ich bin das Omega. Der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Es gibt das Lied, er hält die ganze Welt in seiner Hand, die Großen und die Kleinen und so weiter und so weiter. Wisst ihr, das sind Zusagen. Gott sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe diese Welt besiegt. It's not over, ihr Lieben. Wir leben in einer Zeit, Gott ist am Ruder. Auch wenn wir diesen ganzen Not, die ganze Situation manchmal nicht fassen können. Gottes Verheißungen sind klar, dass er der Herr über allem ist. Er sitzt auf dem Thron und regiert. Ich habe keine Ahnung, was manche Situationen bedeuten im Nahen Osten, die ganzen Kriege. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, meine Hoffnung liegt in Gott, der der Anfang und das Ende ist. Ich brauche mich nicht zu fürchten, sondern er ist da. Er ist da, wo die Nöte sind. Er ist da, der das letzte Wort spricht. Und er schenkt uns jetzt Zeit, Menschen diese Hoffnung weiterzugeben. Deswegen möchte ich nicht in das Horn des Hoffnungslosen blasen, sondern sagen, Gott ist Herr dieser Welt. Das gibt mir Halt. Das gibt mir Hoffnung. Und das gibt mir Zuversicht. Das ist mein Anker. Jesus ist mein Anker. Werft alle eure Sorgen, so steht es in 1. Petrus 5, Vers 7, auf ihn. Denn er kümmert sich um dich. Er kümmert sich um all deine Sorgen. Und mein Wunsch für heute ist es, dass ihr diese Zusagen wieder Stück für Stück in euer Leben holt und wieder fest verknüpft seid mit Jesus, der unser Anker ist. Diese Zusagen gelten uns für mich selber, für den Nächsten und für die Welt. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Ich möchte beten, steht mal auf. Vater, ich danke dir dafür, dass du unsere Hoffnung bist und dass du nie lügst. So sagt es Hebräer, dein Wort steht fest. Und ich bete für jeden, der diese Hoffnungslosigkeit, Ängste,
verzweifelt, Resignation in seinem Leben hat, dass die Zusprüche, die du ihm gibst, wirklich in sein Leben hineinfließt, dass wieder Hoffnung hervorkommt, dass wieder Spannung auf die Ankerleine kommt. Ich bete darum, dass du, Heiliger Geist, in diese Situation unsere Sorgen ernst nimmst, das tust du, aber dass du die Gegenposition deutlich machst, wie du das siehst. Du hast mich in deiner Hand. Du willst, dass ich wachse und du hast den Nächsten in der Hand. Und du wirst mit ihm Geschichte schreiben. Wir dürfen ihn vor dich halten, für diese Person beten, sie segnen. Du, Jesus, du hast uns das vorgelebt. Du hast Feinde gesegnet. Du bist auf Feinde zugegangen. Du hast ihnen vergeben. Lehre mich das. Und auch diesen Zustand dieser Welt, Vater, ich bin überzeugt davon, dass du auf dem Thron dieser Welt sitzt, dass du regierst. Und dass du das Geschehen dieser Welt lenkst. Und deswegen fürchte ich mich nicht. Und diese Furchtlosigkeit lege ich auf euch, dass neue Hoffnung hervorkeimt, dass diese Predigt eine Saat ist, die aufgeht in euren Herzen. Da, wo ihr seid, das, was ihr erlebt. Amen.